Ja, mein Name ist Manfred Gerdes, bin Bürgermeister hier in der Gemeinde Dörpen. Herr Gerdes, wir kommen heute bei einer Firma zusammen, die haben was Positives zu verkünden. Ja, ganz genau. Wir befinden uns hier bei der Dörpener Palettenfabrik bei Hermann Korporal, der seit Jahren, Jahrzehnten hier erfolgreich am Standort Dörpen tätig ist mit der Produktion von Paletten. Hat das auch schon mal erweitert an einen anderen Standort hier im Industriegebiet. Und wir sehen gleich an der Siemensstraße hat er wieder neue Erweiterungspläne, hat dort ein 4 Hektar großes Grundstück gekauft und er wird heute explosiv genau dort vorstellen, was er genau vorhat. Es sind einige Gäste gekommen, denen er es gleich dort genau erzählt. Er wird dort eine Halle errichten, um dort dann auch seine Erweiterungspläne vorstellen. Erweiterungspläne, was bedeutet das für die Gemeinde und für die politische Gemeinde? Es ist immer toll, wenn sich Firmen hier erstmal ansiedeln und dann weiter sich entwickeln. Wir sind natürlich auch daran interessiert, dass neue Firmen sich hier ansiedeln, dass neue Firmen sich für Dörpen interessieren. Aber das Beste, die beste Werbung ist immer, wenn Firmen hier, ich sage es immer so, klein anfangen und groß rauskommen. Korporal hat hier vor Jahren angefangen, hat eine kolossale Entwicklung hingelegt und ist heute eine wirklich nicht mehr wegzudenkende Firma in unserer Gemeinde. Historisch betrachtet, Sie sprachen es ja gerade auch schon an, Korporal ist ja damals angesiedelt worden im Zusammenhang mit Nordland. Hat diese Erweiterung jetzt auch einen Effekt für die Nordland-Bestandsgarantie, kann man dazu sagen? Nordland-Bestandsgarantie hin oder her, er ist ein eigenständiges Unternehmen, welches auch weit über die Grenzen hinaus die Paletten liefert. Natürlich ist Nordland ein Kunde von ihm, aber er hat auch viele weitere andere Kunden. Er macht auch mit dieser Sonoco-Halle, die er vor Jahren gebaut hat, noch eine ganz andere Geschichte, ein zweites Standbein. Und hier plant er langfristig auch noch eine ganz andere Schiene der Paletten, nicht nur auf Holz, aber das wird er alles auch gleich selber nochmal erklären. Also eigentlich eine typische Entwicklung für eine Firma hier. Viele haben sich damals angesiedelt im Zuge von Nordland, aber haben sich dann eben auch zusätzliche Kunden gesucht, das kann man so sagen. Oder? Ja, so ist das ganze Güterverkehrszentrum seinerzeit mal entstanden, im Schatten der Firma Nordland, was auch nichts Unanständiges ist, was auch nichts Schlimmes ist. Es ist hundertprozentig, das waren die ersten Kunden, die ersten Ansiedlungen, aber heute sind die so aufgestellt, dass sie auch neben Nordland viele weitere Kunden haben, über unserer Gemeindegrenzen hinaus. Ich denke, er muss weg. Ne? Ich da muss dann mich gleich auf den nächsten Weg. Ja, mein Name ist Klaus Determann. Ich bin hier Geschäftsführer bei der Dörpner Palettenfabrik. Wir Unternehmen, was hier in Dörpen ansässig ist, produzieren im Jahr mal ein paar Zahlen, so 1,8 Millionen Einwegpaletten. Und wir haben hier das Industriegebiet hier in Dörpen ein neues Grundstück erworben. Auf dem befinden wir uns auch gerade hier, 4 Hektar groß. Wir haben ein Teilstück schon abgeschoben, wo wir eine Halle planen. Eine Halle als erster Step für Lager-Logistikbereich und als zweiter Step, was ich hier bei mir habe, eine Kartonpalette. Die Kartonpalette sehen wir in der Zukunft, insbesondere für die Weißindustrie. Damit meine ich die Medikamente, Arzneimittel für Krankenhäuser, Lebensmittelindustrie, weil die Palette hat den großen Vorteil, dass keine Larven, Mücken oder irgendwas dadurch transportiert werden, sondern ein reines, sauberes Produkt ist. Man hat keine Sägespäne, also man hat ein neues Produkt, was dementsprechend auch schnell wieder dem dualen System wieder zugeführt werden kann, weil es aus Karton besteht und keine großen Entsorgungskosten mehr hat. Vielleicht ein, zwei Fragen. Sie sprachen es ja gerade auch schon an. Step by Step ist hier die Frage. Ich hörte so ein bisschen heraus, Sie planen in zwei Bauabschnitten. Ja, wir planen in zwei Bauabschnitten. Der erste Bauabschnitt ist jetzt im Februar ist die Baugenehmigung zum Landkreis gegangen. Wir haben jetzt auch den Stahlbau vergeben. Das wird die nächsten Tage wahrscheinlich losgehen. Wir hoffen, dass wir in diesem Jahr zumindest noch mit den Erdarbeiten beginnen können. Wir warten aber, wie gesagt, darauf, dass das Genehmigungsverfahren entsprechend positiv entschieden wird. Das heißt, die erste Halle, wie groß würde die werden? Die erste Halle würde 25 x 40 Meter werden und wird auch in diesem Bereich, wo wir uns befinden hier, auch mit einem kleinen Bürotrakt, Sozialgebäude dabei, dass wir dementsprechend dort schon gut aufgestellt sind. Und im zweiten Schritt, das wird man eben abwarten müssen, aber wie groß würde die Halle werden? Die Halle wird ungefähr die gleiche Größe haben, das hängt aber heutzutage auch mit dem Brandschutz ab, mit Brandabschnitten verschiedenen Sektoren, die man heutzutage einhalten muss. Das sind auch gesetzliche Vorschriften, an denen wir uns dann halten müssen. Wenn Sie da schon mal schauen, die zweite Halle, wann könnte die realisiert werden? Soweit sind wir mit unserem Plan noch nicht. Wir müssen jetzt erstmal sehen, dass wir die erste Halle realisiert bekommen und auch entsprechend die Gewerke alle vernünftig vergeben können, dass wir auch loslegen können.